Wie grenze ich mich ab? Hallo, mein Name ist Floris Weber, ich bin Arzt und Hypnosetherapeut und in diesem Video wird es um Abgrenzung gehen. Ich kann dir jetzt leider nicht innerhalb von 3 oder 7 oder 23 schnellen Schritten sagen, wie du dich selber abgrenzt, aber ich kann dir dabei helfen, ein tiefer gehendes Verständnis von dem Thema Abgrenzung zu entwickeln, um für dich den Weg zu bahnen zu mehr Selbstwert und auch zur Fähigkeit, dich auf eine gesunde und authentische Weise abzugrenzen. Vielfach wird ja auch von Therapeuten empfohlen, dass man sich besser abgrenzen soll, dass man möglicherweise auch den Kontakt zu negativen Menschen vermeiden soll und dann einfach sagen soll, dass man sie nicht mehr sehen möchte oder keine Zeit mehr hat. Und es wird dazu angeraten, halt eben Nein zu sagen, wenn man eben nicht Ja sagen möchte. Und es geht darum, dass die Menschen für sich einstehen. Das große Problem ist dabei aber, dass die Abgrenzung in sehr vielen Gefällen mit dem Gefühl von Angst verbunden sind. Wir müssen uns überlegen, bei der Abgrenzung geht es ja um den Schutz der eigenen Interessen gegenüber den Fremdinteressen. Zum Beispiel fragt dich eine Freundin, ob du ihr am Samstagmorgen beim Umzug helfen kannst. Oder du hast vielleicht eine Freundin, die ein chronischer Energiesauger ist, die dich immer wieder einbindet in ihre persönlichen Probleme, Partnerschafts-, Beziehungsprobleme und dergleichen. Und dich vielleicht nur benutzt, wenn sie dich braucht und wenn es ihr gut geht, die sich dann nicht bei dir meldet. Egal um welches Thema es geht, wichtig ist immer zu begreifen, Abgrenzung hat mit Angst zu tun und hat mit einer Balance aus Eigeninteresse und Fremdinteresse zu tun. Es ist zu kurz gegriffen zu sagen, ja, grenz dich jetzt mal ab und mach nur noch das, was du möchtest, sondern es geht vielmehr darum, zu begreifen, woher eigentlich die Unfähigkeit kommt, dass wir uns nicht adäquat abgrenzen können. Dazu müssen wir begreifen, dass die Intensität, mit der wir uns abgrenzen, so etwas darstellt wie einen individuellen Überlebensmechanismus. Es kann also unserem Überleben dienen, dass wir uns sehr rigoros und sehr stark von unserer Umwelt abgrenzen. Es kann aber auch eine Überlebensstrategie sein, dass wir uns so mittelkompromissartig von der Umwelt abgrenzen. Es kann sogar sein, dass wir uns kaum oder gar nicht von der Umwelt abgrenzen, um zu überleben. Und dazu müssen wir begreifen, dass die Intensität, mit der ich mich abgrenze, im Regelfall während der Kindheit erlernt wurde. Ich gebe dir dazu auch gleich ein konkretes Beispiel. Und zwar, vielleicht bist du ja ein Zuschauer, der mit einer depressiven Mutter groß geworden ist. Eine Mutter, die halt eben viel im Bett gelegen hat, wo die Vorhänge zugezogen waren und die unter Kraftmangel gelitten hat, unter Antriebsarmut gelitten hat, die einfach krank gewesen ist. So, jetzt stell dir mal vor, du würdest dich als Kind gegenüber so einer Mutter abgrenzen. Sagen wir mal, du bist die älteste von 3 Schwestern. Und du gehst natürlich automatisch als Kind, wenn du merkst, dass die Mutter schwach ist und eben nicht für die Geschwister sorgen kann, dann gehst du als älteste Schwester automatisch in die Mutterrolle hinein und versorgst die kleineren Geschwister mit, weil du eben damit ihr Überleben sicherst und auch dein eigenes Überleben sicherst. Du kannst also gar nicht dich abgrenzen, du kannst nicht im jungen Alter von, sagen wir mal, 6, 8 oder 10 Jahren zu deiner Mutter sagen, tut mir leid, Mama, du bist depressiv, du hast jetzt nicht genügend Kraft und ich kann jetzt nicht mehr, sondern du siehst, du spürst einfach, dass deine Mutter kraftlos ist und du gehst automatisch in die Rolle der Mutter hinein, als ältester Schwester oder als ältester Bruder, um eben selbst zu überleben und deinen Geschwistern dabei zu helfen, zu überleben. In so einem Fall wäre Abgrenzung fatal, denn du spürst als Kind ja, was die Mutter kann, du spürst es und siehst, was die Mutter kann und was sie nicht kann. In so einem Fall bringt es gar nicht zu sagen, du Mama, du bist krank, du musst dich behandeln lassen, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich bin das Kind, du bist die Mutter, du musst für mich sorgen, sondern das Kind hat ja gar nicht die Fähigkeit, sich in so einer Form abzugrenzen, weil es halt eben sieht und spürt, dass die Mutter ihrer Aufgabe nicht gerecht werden kann. Also grenzt man sich gegenüber der Mutter nicht ab und geht intuitiv in die Rolle der Mutter, auch wenn man noch ein Kind ist. Und eben deswegen, wenn wir sowas halt erlernt haben, dass wir uns der Mutter gegenüber nicht abgrenzen dürfen, um selbst zu überleben und um unsere Geschwister mit durchzubringen, dann wird es natürlich später im Leben auch so aussehen, dass wir dieses Muster erlernt haben und auch in diesem durchaus anstrengenden Muster ja weiter überleben und sozusagen auch in dem bekannten Erfahrungsmuster drin bleiben.
Das Spannende dabei ist natürlich immer, dass wir bekannten Erfahrungsmustern aus der Kindheit folgen. Auch wenn sie zum Beispiel mit großer Angst oder Unsicherheit verbunden sind, und das ist das Paradoxe daran, können sich solche Erfahrungsmuster dennoch sicherer anfühlen als andere Erfahrungsmuster, weil wir sie ja bereits kennen. Stell dir in etwa so vor, du hast als Kind immer mit der Farbe Grün gespielt. Also spielst du als Erwachsener auch mit der Farbe Grün, weil die kennst du. Und wenn als Erwachsener jemand sagt, hey, spiel doch mal mit der Farbe Blau, dann sagt irgendwas in dir Alarm, Alarm, weil mit Blau spielen kennst du gar nicht. Und das Fremde macht dir Angst und deswegen bleibst du bei der Farbe Grün. Oder jetzt in dem Fall der Depression, du bleibst bei der Farbe Schwarz. Du spielst also dein kindliches Erfahrungsmuster als Erwachsener weiter, auch wenn es anstrengend gewesen ist, auch wenn es dich überlastet hat, auch wenn es dich krank gemacht hat, weil du eben genau dieses Erfahrungsmuster bereits kennst. Und jetzt kann ich natürlich als mega schlauer Therapeut hergehen und kann sagen, ja, ich erkenne bei Ihnen schädliche Verhaltensmuster, Sie müssen sich mehr abgrenzen, Sie müssen jetzt sich von Ihrer Mutter mehr abgrenzen, Sie müssen sich von dieser Freundin abgrenzen, die Sie übermäßig in Beschlag nimmt. Aber dabei vergessen wir natürlich auch, dass Abgrenzung nicht aus dem Kopf kommen kann, sondern Abgrenzung ist ja etwas, was aus dem Gefühl heraus da ist oder nicht da ist. Wir können also Abgrenzung nicht wirklich kognitiv lernen, weil letztendlich entscheidet unser Gefühl ja darüber, ob ich mich abgrenze oder ob ich mich nicht abgrenze. Und dazu gehören eben auch Kompromisse. Stell dir mal einen Mensch vor, der sich immer abgrenzt, also immer das sagt, was er möchte und nur das tut, was er möchte. Da haben wir natürlich auch einen Konflikt aus verschiedenen Interessen, weil letztendlich Überleben heißt ja auch, sich irgendwo mit den anderen Menschen zu treffen. Und wenn ich mich also immer rigoros abgrenze und das tue, was ich für richtig halte und das sage, was ich für richtig halte, dabei aber nicht in der Lage bin, auf die Interessen meines Gegenübers einzugehen, dann ist meine Abgrenzung so vehement, so scharf, dass ich auch wiederum deswegen halt leiden kann, weil ich halt zum Beispiel in der Partnerschaft keine Kompromisse eingehen kann, gegenüber meinem Arbeitgeber keine Kompromisse eingehen kann, gegenüber meinem Kind keine Kompromisse eingehen kann. Das heißt, sich sehr vehement abzugrenzen, kann halt eben auch schwierig sein, kann problematisch sein und kann zu einem Überlebensnachteil führen. Jetzt noch ein Beispiel aus meiner Klinikzeit. Ich war damals einer der ersten Ärzte, die sich getraut haben, Mittagessen zu gehen. Ja, man mag es kaum glauben, das war im Jahr 2010. Aber damals war es echt noch unüblich, dass Ärzte Mittagessen gegangen sind. Natürlich gab es diese Zeit damals in der Klinik und es war allen klar, es gibt eine offizielle Mittagspause. Es wurde aber nicht toleriert. Also die Oberärzte und Chefärzte haben das sozusagen nicht toleriert, dass die Ärzte in der Mittagspause weg waren und essen gegangen sind. Und ich bin dann irgendwann einfach angefangen und bin dann einfach in der Mittagspause in die Kantine gegangen und habe wie andere Mitarbeiter auch halt Mittagessen praktiziert. Und dieses Verhalten wiederum konnte ich an den Tag legen, weil mir mein Job damals nicht so wichtig war. Mir hat der Job damals in der Klinik sowieso nicht so großen Spaß gemacht. Und dementsprechend, wenn ich jetzt deswegen gefeuert worden wäre oder deswegen mein Vertrag nicht verlängert worden wäre, dann wäre es mir halt eben gleichgültig gewesen, weil ich sowieso raus wollte aus der Klinik. Für andere Leute, die gedanklich sehr fixiert waren auf den klassischen Klinikweg, die dann vielleicht auch in der Facharztausbildung waren und die unbedingt in der Klinik bleiben wollten, für die wäre das ein potenzieller Überlebensnachteil gewesen, Mittagessen zu gehen. Und auch wenn sie vielleicht Mittagessen gehen wollten, haben sie sich selbst zurückgestellt, damit eben die sozusagen die imaginativen Grenzen der Oberärzte und Chefärzte nicht verletzt werden und damit ihnen dadurch kein Nachteil entsteht. Das heißt, wir müssen verstehen, dass wir uns mitunter auch deswegen nicht adäquat abgrenzen und nicht adäquat für uns einsetzen, um einen gewissen Vorteil zu gewinnen. Stell dir mal vor, du bist auf der Straße und dich rempelt jemand an und du drehst dich um und denkst, was soll denn das? Und auf einmal siehst du, der Typ ist 2 Meter groß, ist ein richtiges Muskelpaket, der ist überall tätowiert, trägt Ketten, sieht äußerst brutal aus. So, was machst du? Im Regelfall wirst du die Klappe halten, weil du halt eben Gefahr läufst, dass wenn du jetzt sagst, hey, was soll denn das, wieso hast du mich geschubst? Weil es sein könnte, dass dieser Mann gewalttätig wird. Jetzt wirst du aber geschubst und auf einmal siehst du, das ist eine Frau von 1,60 Meter. Dann sagst du viel eher, Entschuldigung, sie hat mich gerade geschubst, was soll denn das hier überhaupt? Du merkst daran, dass wir mitunter uns auch nicht abgrenzen, um zu überleben und quasi durch den Mangel an Abgrenzung, den Kompromiss,
einen Überlebensvorteil erwirtschaften. Insofern ist es also, sage ich mal, sehr stumpf und sehr plakativ, den Leuten immer zu raten, sich so abzugrenzen, wie es sich richtig anfühlt, weil dadurch natürlich auch Überlebensnachteile entstehen können. Und vor allem auch, weil wir gar nicht genau kalibrieren können, wo unsere Grenzen sind, wenn ich meine Grenzen nicht spüre. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Menschen, die früher in ihrer Kindheit eben nicht adäquat, deren Grenzen nicht adäquat eingehalten wurden, also wo Eltern übergriffig waren, wo es überhaupt gar keine richtige Grenze gegeben hat, die wissen ja gar nicht genau, wo ihre Grenzen sind. Und das müssen sie spüren lernen, um sich auf eine authentische Art und Weise abzugrenzen. Ansonsten plapper ich ja bloß das nach, was meine Therapeutin mir erzählt hat, aber ich habe gar nicht das Gefühl dafür, wo ich mich abgrenzen möchte und wo ich mich nicht abgrenzen möchte, wo ich mich zurücknehme. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Abgrenzung eben nicht aus dem Kopf kommt, nicht aus dem Verstand kommt, nicht durch Anraten eines Therapeuten kommt, sondern dass wir vielmehr Angst abbauen und Selbstwertverletzungen abbauen, damit wieder ein gesunder Raum um uns herum entsteht und unsere Grenze spürbar wird. Das ist nämlich auch ein entscheidender Nachteil, dass wenn die Menschen keine spürbare Grenze aufweisen, dass sie vielleicht einfach dieses kognitive Nein sagen, aber der Gegenüber das gar nicht spüren kann, weil er spürt ja das Feld, er spürt die inneren Gefühle seines Gegenübers und er hört zwar Nein, aber er spürt ein Ja mache ich. Und aus diesem Grund kann es sein, dass wenn du dich aus dem Kopf heraus abgrenzt, weil es dir sinnvoll erscheint, dass dein Gegenüber es dennoch nicht hört und nicht respektiert, weil deine Grenze noch nicht spürbar ist. Und jetzt fragst du dich, okay, wie mache ich das denn, dass ich eine Grenze irgendwie in mir erzeuge? Wie schaffe ich, dass mein Gegenüber spürt, wo es bei mir Schluss ist, wo er nicht weitergehen darf? Und dazu musst du natürlich verstehen, dass unsere Abgrenzung sehr stark mit dem Selbstwert verbunden ist. Und auch mit dem Gefühl von Angst bzw. mit Selbstzutrauen verbunden ist. Habe ich nämlich große Angst, mein Gegenüber durch meine Abgrenzung zu verprellen, dann werde ich mehr faule Kompromisse eingehen, als wenn ich den Mut habe, es zu riskieren. Ein sehr selbstunsicherer Mensch wird sehr viele Zugeständnisse machen und wird vielfach auch eben halt Dinge tun oder Dinge sagen, die er gar nicht tun oder sagen möchte, weil sein Gegenüber ihm das abfordert, um eben halt nicht die Verbindung, die Bindungskontinuität zu gefährden oder andere Nachteile zu erleiden. Das heißt, es besteht gewissermaßen eine Art emotionale Abhängigkeit von der Reaktion des Gegenübers. Und weil wir unseren Gegenüber nicht erzürnen möchten, weil wir nicht in Ungnade fallen möchten, tun wir das, was er von uns verlangt, obwohl sich etwas in uns sträubt und es eigentlich nicht tun möchte. Das heißt, um unsere Abgrenzung, um eine authentische und natürliche Abgrenzung herbeizuführen, muss ich an meinem Selbstwert arbeiten. Wie arbeite ich an meinem Selbstwert, indem ich täglich mir in den Spiegel sage, dass ich ein toller Mensch bin und mit Affirmationen arbeite oder indem ich ganz viel erreiche? Nein, auf gar keinen Fall. Wieso sage ich auf gar keinen Fall? Es geht nicht darum, dass wir uns selbst aufpushen, aufpumpen, ich bin eine tolle Frau, ich bin ein toller Mann, ich bin es wert, geliebt zu werden, sondern beim Selbstwert geht es mehr oder weniger darum, dass du die Selbstwertverletzungen, die du in deinem Leben erlebt hast, abbaust. Stell dir vor, du kommst als weißes, unbeschriebenes Blatt auf die Welt. Du bist ein weißes Blatt Papier, du kommst auf die Welt und immer dann, wenn Selbstwertverletzungen stattfinden, wenn du zum Beispiel geschlagen wirst, wenn du nicht adäquat beachtet wirst, wenn man dir Angst macht, wenn man auf deine Bedürfnisse nicht regelrecht eingeht oder auch über Spiegelneurone, wenn du eben selbstwertschwache Eltern hast und deren emotionales Empfinden kopierst über Spiegelneurone, eben dann wird dieses weiße Blatt Papier, das du bei deiner Geburt bist, überschrieben und da sieht man so dunkle Farbkleckse drauf. Und diese Farbkleckse, also die emotionalen Verletzungen, die lindern deinen Selbstwert und sorgen dafür, dass du selbst unsicher wirst und dass du Angst bekommst, dich abzugrenzen. Wenn du dich also auf eine gesunde und adäquate Art und Weise authentisch abgrenzen möchtest, geht kein Weg daran vorbei, an deinem Selbstwert zu arbeiten. Aber halt eben bitte nicht mit Affirmationen.
Affirmationen sind so, als hättest du einen Luftballon und hättest eine Luftpumpe und du pumpst immer mehr Luft in diesen Ballon rein. Ja, du bist toll, du bist großartig, bla bla bla. Aber du darfst dabei nicht vergessen, wie du zu dir selbst empfindest, das steht bereits fest aufgrund der Erfahrungen, die du während deiner Kindheit gesammelt hast. Und wenn wir jetzt Affirmationen geben, dann kann das ein bisschen an der Oberfläche kratzen und kann für ein paar Minuten, manchmal auch für ein, zwei Tage dazu führen, dass wir uns etwas mehr annehmen können. Aber wie du zu dir fühlst, ist bereits ein besetzter Raum. Das heißt, es ist bereits entschieden, wie du jetzt im Moment zu dir fühlst, aufgrund der Lebenserfahrung, die du als Kind gemacht hast. Und wenn deine Eltern halt eben sehr aufbauend gewesen sind, sehr wohlwollend gewesen sind, das Gute in dir gesehen haben, körperlich da waren, emotional da gewesen sind, dann wirst du wahrscheinlich dieses Video noch nicht mal angucken. Wenn du aber Selbstwertverletzungen erlebt hast, wenn du das Gefühl vermittelt bekommen hast, nicht wichtig zu sein, nicht wertvoll zu sein, wenn du geschlagen wurdest, wenn du übermäßig angeschrien wurdest und dergleichen, dann wurde dein Selbstwertgefühl verletzt und das wiederum hat dazu geführt, dass sich in dir dieser emotionale Raum ausgebildet hat, der halt eben sagt, hey, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden oder ich bin nur gut, wenn ich irgendwas leiste. Und wenn du jetzt an deinem Selbstwertgefühl arbeiten möchtest, dann solltest du in die Tiefe reisen. Ich arbeite persönlich sehr gerne mit Hypnose und Trance, weil wir da die Gedanken ausstellen können oder sagen wir, weil wir da die Gedanken zumindest sehr stark reduzieren können. Und dann können wir in der Hypnose in die Kindheit reinreisen und können eben nochmal entsprechende Situationen wiedererleben, in denen wir uns verletzt gefühlt haben. Vielleicht Momente, in denen wir nicht gesehen wurden, in denen wir geschlagen wurden, in denen sich unsere Eltern getrennt haben, in denen wir vielleicht verloren gegangen sind als Kind oder in denen wir vielleicht von anderen Kindern geschlagen worden sind. Und dann können wir ganz gefühlvoll in der Hypnose diese Situationen nochmal durchleben und die dabei festgehaltenen Gefühle und Verletzungen spüren und über das Spüren von einem Gefühl in eine Emotion verwandeln und damit aus dem Körper und aus dem inneren Raum rauswaschen. Das heißt, es geht im Regelfall kein Weg eben an Schattenarbeit, an therapeutischer Arbeit vorbei, wenn du dein Selbstwertgefühl stärken willst. Es geht halt eben nicht darum, deinen Selbstwert künstlich aufzubauen und dich aufzupumpen wie so ein Bodybuilder, sondern es geht vielmehr darum, erstmal weich zu werden, ein bisschen schwacher und verletzlicher zu werden, quasi die harte Schale ein bisschen weicher werden zu lassen, um dann die Verletzung zu erspüren und erlösen zu können und dadurch eine gewisse innere Klarheit und Reinigung zu erleben. Die Hypnosetherapie ist also etwas wie eine Art ursachenorientiertes Verfahren, mit dem wir die früher unterdrückten Gefühle nochmal erspüren und auflösen können. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, kann ich das alleine machen, dann würde ich sagen, teilweise ja, aber im Regelfall wirst du für die tiefergehende Arbeit einen Therapeuten brauchen. Wieso das? Weil wir ja, wenn wir uns mit Angst konfrontieren oder Trauer oder Schuld oder Scham konfrontieren, wenn wir uns dabei selbst noch halten müssen, kommen wir im Regelfall nur bis zu einer gewissen Tiefe. Klar, wir können auch gewisse Emotionen rauslösen, können Gefühle verarbeiten, aber um so richtig ganz, ganz tief zu kommen, muss ich jemand haben, der mich hält, der also den Raum hält, in dem ich mich befinde, der mich unterstützt bei meinem Weg durch die Dunkelheit und der mir dabei eine Stütze ist, halt eben zu spüren und die Gefühle loszuwerden. Als kleine Metapher dazu, ich bin früher als Kind mal auf der Wegscheide gewesen, das war so eine Jugendfreizeit in der Nähe von Frankfurt und da war eine Mutprobe, dass man so, ich glaube, 200, 300 Meter durch einen stockdunklen Wald gehen musste. Und wir waren halt kleine Kinder, ich weiß nicht, 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alt und fast kein Kind ist diesen Weg alleine gegangen. Aber man durfte diesen Weg auch zu zweit gehen, also Hand in Hand mit einem anderen Kind. Und Hand in Hand mit einem anderen Kind haben es sehr viele Kinder geschafft. Und dann irgendwann bist du durch den Wald gelaufen, hast gesehen, ah, da hinten ist doch irgendwie Licht. Okay, also der Schrecken ist halt nicht so groß und du kannst die Dunkelheit in dir besser bewältigen, wenn du jemanden hast, dessen Hand du halten kannst und der mit dir zusammen durch diese Gefühle durchgeht und die therapeutische Arbeit leistet, die notwendig ist, um die Selbstwertverletzungen abzubauen. Also klar, du kannst auch einiges selbst lösen mit Meditationen oder mit Selbsthypnose oder mit Aufstellungsarbeit oder auch mit schamanischer Arbeit, aber im Regelfall wirst du so für die ganz, ganz tiefe Arbeit und fürs Eingemachte jemanden brauchen, der dich auf der Reise
durch die Dunkelheit begleitet. Und ich sage das auch deswegen, weil es einfach wichtig ist zu verstehen, dass es halt eben nicht reicht, wenn ich dir jetzt 3 Punkte sage, wie du dich besser abgrenzt, wie es vielleicht in anderen Videos empfohlen wird, weil du ja im Regelfall dich nicht abgrenzen kannst wegen deiner Angst, abgelehnt zu werden, wegen der Angst, dass auf einmal es zu einer Trennung kommt, wegen deiner Abgrenzung. Und insofern ist halt eben die Angstbehandlung mit Hypnose so unglaublich wichtig und die Behandlung von Selbstwertproblemen unglaublich wichtig, damit wir mehr Mut und mehr innere Stärke entwickeln, dass wir sowas riskieren können, wie einen Beziehungsabbruch oder auch eine starke Reaktion unseres Gegenübers, der möglicherweise enttäuscht ist, weil wir etwas für ihn nicht tun oder uns nicht für ihn einsetzen, so wie er das möchte. Und diesen Mut, diesen Selbstwert muss ich erstmal entwickeln, bevor ich irgendwelchen schlauen Ratgebern folgen kann. Also, Abgrenzung muss aus der Tiefe kommen, sie muss authentisch sein und sie kann nicht erlernt werden. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniere auch sehr gerne meinen Kanal, wenn du mehr über unsere Psyche wissen möchtest und die Arbeit mit dem Unterbewusstsein und gemeinsam mit mir deinen Weg der Heilung und Persönlichkeitsentwicklung gehen möchtest.